In der Zeit vor der Zeit war alles eins und stetig. Doch mit einem donnernden Schlag. So entstanden die Zyklen. Die Erde dreht sich, Jahreszeiten vergehen. Geburt und Tod wieder und wieder. Doch Leben bedeutet Transzendenz. Und so entstand der Mensch. Wir wuchsen, lernten, bauten zahllose Zivilisationen auf und erreichten Sphären, von denen wir heute nur träumen können. Doch die Macht, die diese Zivilisationen erlangten, trug auch die Saat ihres Niedergangs in sich. Nach und nach zerfielen sie alle zu Staub und ließen nur die Bewegung zurück, aus der sich die nächste erheben würde. Geburt und Tod, wieder und wieder. Die Sahin, eine längst vergangene Zivilisation, sah die Zeichen ihrer eigenen Zerstörung. Sie konnten sie nicht abwenden, doch sie versuchten, die Zyklen zu brechen. 9 von ihnen wurden auserwählt und vor dem Tod geschützt, um als Bewahrer des Sahin-Erbes zu dienen. Hüter einer neugeborenen Menschheit. Doch derlei Dinge sind nie einfach. Die Zyklen bestehen weiter und so setzen die 9 Unbekannten ihren Kampf gegen sie fort. Und einmal mehr dreht sich das Rad. War die Unterkunft nach deinem Geschmack? Na los, raus da. Reika, lass mich... Was hatte ich dir gesagt? Bleib im Haus. Das klingt doch ganz einfach. Oder etwa nicht, Haruna?
Ich kann helfen. Nimm mich mit. Du wirst es nicht bereuen. Bitte. Wenn du mitkommen willst, musst du meinen Anweisungen genau folgen. Ist das klar? Sonnenklar. Also, wohin gehen wir? Ich muss zu der Oase dort in der Ferne. Die Wüste hat die Straße begraben. Wir laufen also. Als ob eine große Hand alles Leben hier ausradiert hat. Was hast du bloß hier zu schaffen? Ich weiß nur, es muss was Ernstes sein. Es ist mehr als ernst. Es ist gefährlich. Rekka, du warst immer für mich da. Lass mich für dich da sein. So läuft das nicht zwischen uns, Kind. Willst du mir nicht wenigstens sagen, was wir hier wollen? Ich habe Gründe, hier zu sein. Du bist hier, weil du ohne mich nur von der Wüste verschluckt würdest. Ein alter Schüler von mir kam vom Weg ab. Er sucht dort, wo er nicht suchen sollte. Vincent. Ja, Vincent. Rekka, wir sollten aus... Tja, hab ich ja gesagt. Es gibt immer einen Weg für jene, die bereit sind, ihn zu suchen. Wir müssen uns sputen. Rekka, wer ist Vincent? Ein begabter junger Questor. Einst hoffte ich, er würde zum Leitstern werden. Doch ich habe mich geirrt. Du hast ihn Schüler genannt. Habe ich. Diesmal keine verborgenen Nischen. Wo es keinen Weg zu finden gibt? Den Trick musst du mir auch mal beibringen. Die sind unglaublich. Wer... Sie nannten sich selbst die Sahin. Doch dieser Name geriet längst in Vergessenheit. Die Sahin? Wie in den Geschichten über die neun Unbekannten. Wie in den Geschichten, ja. Ist das auch der Grund, warum Vincent hier ist? Es scheint, Vincent und die Sahin beschreiten parallele Pfade. Schämen, wie ich es dich gelehrt habe. Spürst du ihn? Ja. Dein Schämen repräsentiert dein innerstes Wesen. Eine Brücke zwischen dieser Welt und der anderen. Den Bruch? Ja. Dein Schämen zieht Arm direkt aus dem Bruch. Versuch, diese Energie in die Stunden zu leiten. Stunden nach. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich dachte, es wäre so, als würde man eine Distanz überbrücken, um die Felsen zu brechen. Aber stattdessen war da keine Distanz und die Felsen waren nicht getrennt von mir. Trennung ist nichts als eine Illusion, wenn auch eine hartnäckige. Schaffst du es, diese Klippe hinauf? Ich bin als Kind ständig Mauern hochgeklettert. Schaffst du das? Sicher. Es gibt vieles, das du nicht über mich weißt. Unser Ziel liegt hinter dieser großen Felsformation. Was tust du, wenn du Vincent eingeholt hast? Das hängt ganz von Vincent ab. Wir müssen runter auf den Vorsprung dort. Das ist ganz schön tief. Schaffst du das? Wirke ich auf dich so alt? Nicht alt, nur älter. Du bist der älteste Mensch, den ich kenne. Mag sein. Aber du solltest mehr Menschen kennenlernen. Haruna, bleib in Deckung. Wer sind die? Sie gehörten einst einer Gruppe aus Freidenkern und Entdeckern an. Du meinst die Libyer Society? Früher, vielleicht. Jetzt dienen sie nur noch Vincent. Pass gut auf, sie sind gefährlich. Halt jetzt dein Maul. Was haben wir denn hier?
schon besser. Halt durch! Ich suche einen Weg zu dir nach unten. Schaffen. Und was genau würde dir das bringen? Vincents Männer, sie... Schlafen nur. Nimm es nicht zu leicht. Das sind nicht die Rüpel aus deiner Kindheit. Sie ziehen sich anders an, aber sie kippen genauso leicht um. Außerdem sind wir ihnen gegenüber im Vorteil. Anders als wir haben diese Männer keine Verbindung zum Bruch. Doch sie sind uns zahlenmäßig weit überlegen. Und unsere Begabung kann nachgeahmt werden. Nachgeahmt? Mit Hilfe von Geräten. Du wirst sehen, dass unsere Feinde nicht hilflos sind. Was hast du vorhin gemeint? Mit Vincent und den Sahin auf parallelen Pfaden? Sie gehen dorthin, wo Hochmut immer hinführt. Geleitet von Selbstgerechtigkeit. Es gibt schlimmere Eigenschaften. Tatsächlich. Nach meiner Erfahrung verursachen die besten Absichten oft den größten Schaden. Was ist das? Ein Sturm zieht auf. Beeilen wir uns lieber. Wir können das hohe Gras als Tarnung nutzen. Wo es keinen Weg zu finden gibt, bahnen. Ja. Wir haben den Kontakt zu Ardolins Leuten verloren. Vielleicht stört der Sturm das Signal. Geh zurück und stell visuellen Kontakt her. Ich hab gemacht. Wo es keinen Toll. Weg zu finden gibt, bahne dir ein. Wo es keinen Weg zu finden gibt, bahne dir ein. Stürm nicht gleich los. Warte, bis ihre Aufmerksamkeit nachlässt.
hörst ja ausnahmsweise auf mich. Muss ich mir Sorgen machen, Haruna? Du sagtest, ich soll deinen Anweisungen genau folgen. Also habe ich das gemacht. Ja, das hast du. Und das macht uns beiden das Leben leichter. Stimmt's? Manchmal braucht es nur einen kleinen Schubs. Konzentriere dich auf deinen Schemen. Leite deine Energie in die Stulpen, wie du es gelernt hast. Visualisiere den Gegner und entfessle die Energie. Beim ersten Versuch. Beeindruckend. Hab doch gesagt, du wirst es nicht bereuen. Du machst in letzter Zeit großartige Fortschritte, Haruna. Müssen das wieder ausgraben. Und erkenne die Möglichkeiten um dich herum. Möcht mal sehen, wie sie sich die Hände schmutzig macht. Aber ich sehe sie nicht. Und nicht für den Funk zuständig. Verdammter Axtkleber! Finde den dämlichen Konvoi. Sonst kannst du Mila beichten, dass du die Wasserlieferung für die gesamte Expedition verloren hast. Kümmere dich um ihn. Unauffällig. Konzentriere dich auf dein Inneres und spähe in den Bruch. Der Bruch, was ist er wirklich? Er hat viele Namen. Das Reich der Geister, die göttliche Sphäre, die innere Welt. Das möchte ich auch. Manche glauben, ein halbes Dutzend Teams draußen, um die Ausrüstung zu sichern. Doch niemand, nicht einmal den Sahin. Ist es gelungen, seine wahre Natur zu enträtseln? Thank you.
Ich schwöre, wenn du irgendwo eingepennt bist... Schaffst du die beiden? Achte auf deine Umgebung. Ich glaube, ich hab's kapiert. Die explodierenden Kanister waren nicht gerade subtil. Das gibt Ärger.